So, also, wir sind mitten in einem Targoid-Fight. Und ihr seht, ich bin jetzt nicht in meinem Schiff, sondern mit den Dietrum seinem Schiff. Ja, und hier geht's gerade richtig zur Sache, würde ich sagen. Also, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Wir fliegen gerade von ihm weg, weil er sein Schild aufgebaut hat. Und das dauert dann eine halbe Minute, dann ist das Schild wieder weg. Aber es lohnt sich nicht, wenn ich jetzt ihn das Schild wegballer, dann brauche ich mehr Munition und das bringt nichts. Okay. Und so fliege ich weg, warte, bis das Schild unten ist und hau ihm das zweite Herz von den vier raus. Ja, Targoids sind so eine Art, ja, sind schon Aliens, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und jetzt da gibt es verschiedene Arten. Da habe ich jetzt letztens sogar ein Ding. Ja, gibt es verschiedene Arten. Das ist jetzt die schwächste Art im Endeffekt. Ne, also, es gibt noch schwächere, aber das ist im Endeffekt die schwächste Art vom Targoid selber. Es gibt noch so Beiboote in Anführungszeichen, aber die sind leicht und die bringen dir auch nicht wirklich Geld. Hydra war das schwerste, ne? Hydra war das schwerste, genau. Dazwischen liegt der Basilisk und die Medusa. Ja, mal schauen. Da können wir auch gleich nochmal vorbeischauen. Ich brauche nämlich noch, da können wir sowieso gleich nochmal vorbeischauen bei der Medusa, weil ich brauche noch einen Screenshot. Oh, da ist es ja. Komm, ich bin da auch mal ein bisschen drauf. Kann hier. Oh Gott. Da seht ihr es, Leute. Da ist das Vieh. Eieieiei. Da, oh mein Gott, sieht das. Das ist direkt vor uns, Leute. Sind das deine, diese Gamestrahlen? Nee, das war er, ne? Ja, war er. Fuck, ich muss essen. So, Herz ist weg. Jetzt müssen wir Boost geben. Aktiv. Schon spannend. Ja. So, die Waffen, die du jetzt hast, Red Gamer, die tust du auf den Schwarm ausrichten. Das, was da hinter uns herfliegt. Ach so. Draufdrücken und halten, wenn dann... Der macht so piep, 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 piep. Und wenn du den Ton hörst, loslassen. Ole, schießt du mal. Ja, ich würde sagen, ihr müsst jetzt die Zuschauer unterhalten. Nein. Okay, Ole, hau rein. Ich werde das Video pausieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Warte, tun wir danach noch ein paar bekämpfen? Sicherlich. Ich muss danach aber noch, wir schauen danach bei einer Hydra und meiner Medusa noch dabei, weil ich für mein neues Video noch Screenshot brauche. Ich bin jetzt essen, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und bis gleich. So, da sind wir wieder, und zwar diesmal beim weiteren. Den anderen haben die beiden hier schon besiegt. So, Kanonier, ich geh mal rein. So, jetzt bin ich drin, und jetzt? Nein, bitte, geh wieder raus aus dem Kanonier, geh raus aus dem Kanonier, ganz kurz raus, bitte. Okay. Oh Leute, schaut euch das Ding an. Scannt uns das gerade? Ja, es scannt uns, ich scanne es. Oh oh. Jetzt kannst du in den Gunner gehen. Okay. Kanonier. Okay, drück Tab. Temperaturkritisch. Ja. Oh. Dann bist du in so einer Außenperspektive. Warnung. Ja. Schilddurchdringungsangriff. Angriff und registriert. Warnung. Jetzt hast du da auf A zwei Waffen. Auf A. Also ja, wenn du in Geschützmodus A bist, ne? Du bist auf A, dann hast du da zwei Waffen. Die nennen sich irgendwie ferngesteuerte, was weiß ich. Ja, folgendes Sinn. Falkwerfer. Genau. Und wenn du die einmal in die Richtung, in die du gerade guckst, abfeuerst, also halt gedrückt die Maustaste, dann ja, kommt das rot. So zwei. Dann kommt das hau rein, los, mach einfach mal, test einfach mal. Wenn ich feuer einfach mal. Wenn ich loslasse, explodiert sie. Ah ja. Okay. So, jetzt musst du den bitte den Schwarm in Anschlag nehmen. Also den Schwarm in den anvisieren. Ja. Und dann kannst du eigentlich loslegen. Hab den Schwarm gerade nicht. Wo ist er denn? Hinter mir, direkt hinter mir. Ah ja, Targoid-Schwarm, perfekt. Genau, und da feuerst du dann gleich drauf, wenn der nah genug ist. Ich drehe dann gleich um. Mhm. Du musst dich ein bisschen mitdrehen, aber dann kannst du Feuer eröffnen. Okay. Und dann fängt es an so zu piepen und du siehst so, die Kreise füllen sich. Und wenn sie voll sind und der Piepton durchgeht, dann lässt du los. Dann machst du nämlich dem Schwarm Schaden. Okay. Was man vorher noch sagen sollte, ist halt, sobald du die Maustaste loslässt, explodieren die Körper, die da rausgeschossen wurden. Hab ich schon verstanden. Okay, nice.
dann guck ich euch auch so aus Perspektive ein bisschen zu. Okay, da kommt immer näher. Aber du hast schon ein Herz raus, ne? Naja. Was ist das jetzt? Der Zyklop kann mir gar nichts. Cyclop oder was ist das? Ist ein normaler Cyclop, genau. Ja. Okay. Au. Oh. Das war ich jetzt aber nicht. Nee, das war ich. Hab einfach mal geguckt. Weil die Farbe ändert sich so geil. Jetzt leuchten meine Waffen nämlich nicht mehr so leicht rot, sondern leicht blau. Das genieße ich. Ja, vorher waren die irgendwie pink oder so, ne? Okay. Rot, ja, aber dadurch, dass sie normalerweise blau sind, sind sie wie pink gewesen, genau. Ah, okay. Jetzt kannst du den Schwarm anvisieren und angreifen. Angriff registriert. Also kann er nicht, weil die Schüsse hier oben sind, ne? Jetzt kann er aber. Ach, Mist. Schilde deaktiviert. Warnung. Hitzeschaden. Hab ich sie? Ja. Ich hab Warnung. Fuck, jetzt müssen wir kurz weg. Interner Schaden festgestellt. Schnell weg. Beschädigt. Meine Kabine hat gerade Schaden genommen. Wenn die mir rausfliegt, dann können wir direkt nochmal zurück zum Carrier fliegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, okay, beim Flugzeug gibt es wenigstens mehr Schüsse. Wo haben wir denn? Kraftwerk Cockpit. Spannend. Cockpit ist richtig heftig damaged. Ja, Achtung, löst sich gerade wieder langsam auf. Kann auch sein, dass ich den Schockkopf verfehlt habe, weil ich habe kein Piepen gehört und jetzt gesehen, dass sich da irgendwas auffüllt. Deswegen, ich habe einfach auf diesen Punkt da gezielt. Ja, musst du manchmal mehrmals machen. So, jetzt können wir wieder umdrehen. Das Problem ist, er hat mich direkt im Cockpit anvisiert, deswegen hat er mir so ein paar Schaden aufs Cockpit gegeben. Da ist der Schwarm. Angriff registriert. Da fühlt sich nichts. Oh, Sauerstoff? Ja, repariere ich gleich. Ganz ruhig. Es buggt aber, glaube ich, gerade ein bisschen durch die Gegend. Wo ist der Schwarm? Ja, eigentlich sind halt die Fenster noch da. Sogar nicht mehr gedämmt. Nee, die Lebenserhaltung. Ja. Da ist der Schwarm. Ist die einfach nur ausgeschaltet? Ist kaputt gegangen, aber die repariere ich gleich. Ich möchte nur das Herz rausschießen, aber ich glaube, das Herz buggt. Das passiert manchmal, wenn man im Multicrew ist oder im Wing. Weil ich habe es jetzt... Ja, ich glaube, es war bugged, das ist noch normal, sonst gehen wir halt einfach. Ah, fängt jetzt zu früh losgelassen, das ist scheiße. Ja, das merke ich auch, du machst mir Schaden, wenn du zu früh loslässt. Okay, Ole. Okay, du machst du mal wieder Kanonier. Du kannst es besser. Alter, dieses Dreck, ey. Aber ihr habt den Schwarm weggekillt. Der ist nicht mehr perfekt. Da. Ja, da kommt aber gleich wieder, ne? Ja, ohne macht Kanonier perfekt. Oh, ja, das sieht er. Alter, warum treffe ich das nicht? Da ist er. Oh, wir fliegen mitten rein. Ja, es ist verbuggt. Okay. Kannst deine Aufnahme beenden. Ach nö, passt, ist doch egal. Haben wir jetzt so ein bisschen. Ja, ich kann es versuchen, aber ich krieg ihn nicht. Das ist verbuggt, ich kann ihn nicht töten. Um jeden Preis kann ich so oft versuchen, wie ich will. Ja. Da haben wir zumindest trotzdem was Cooles gesehen. Oh, Alter, der Schwarm. Ich kann dir die Aufnahmen von mir zukommen lassen, wo ich ihn getötet habe, wenn du das willst. Okay, aber der ist verbuggt. Dann kann ich jetzt so lange schießen, wie ich will. Das kannst du vergessen. Ich will zumindest nochmal... Oh, schaut euch dieses Bild an, Leute. Oha. Wenn du dich... Ja, wow. Jetzt kann ich den Schwarm nicht treffen, weil... Ich flieg ganz nah kurz an den Targoid ran. Oh, warum haben wir so eine vernebelte Sicht? Durch seine Antriebe. Die haben so eine Schlieren, machen die. Ah. Ja, Leute, ich flieg nochmal ganz nah ran, um euch den zu zeigen. Da ist er. Ich kann ihn nicht killen zum Verrecken, ey. So, wir müssen jetzt auch gleich den Sauerstoff auffüllen, sonst sterben wir gleich alle hier. Okay. Ja gut, Leute. Auch wenn es jetzt verpackt ist, okay. War es trotzdem schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Erholt euch, falls ihr an dem tödlichen Virus, das ja momentan im Umlauf ist, erkrankt seid. Was wir mal natürlich nicht hoffen. Ja, alles Gute. Wird langsam knapp, ne? 20 Sekunden noch. Und macht's gut. Euer Red Game. Ciao.